haben hier im Gesamten haben wir 208 Wohnungen. Betroffen sind aber hauptsächlich natürlich die Wohnungen, die an der Einhausung dran sind. Das sind 3- und 4-Zimmerwohnungen, also Familienwohnungen, die wir dort haben. Also wir sind in der glücklichen Lage, dass wir keine Häuser abreißen müssen, dass wir keine Wohnungen aufgeben müssen, keine Umsiedlungen machen müssen, weil die Häuser sind alle vor kurzem neu saniert worden. Und von dort her lässt es auch von der finanziellen Situation es nicht zu, dass man die jetzt schon wieder würde oder dass man da schon wieder würde über einen Abriss oder Ersatzneubau diskutieren. Also wir haben sicher den Vorteil, dass wir zahlbaren Wohnraum hier anbieten können, was halt bei einem Ersatzneubau dann immer sofort auch sich auf Mietzinsen wird schlagen. Das wird da in nächster Zeit nicht passieren. Also wir werden auch nachdem, dass die Einhausung dann da ist, werden wir auch dann noch keinen Handlungsbedarf haben. Also da sind wir jetzt genau vor dem Haus, wo wir natürlich am meisten Probleme werden haben. Da ist es so, dass die Einhausung sehr, sehr nahe herankommt. Und zudem haben wir hier noch einen Zugang, der dann von der Luegislandstrasse her auf die Einhausung raufgeht. Jetzt heisst es ja übrigens Überlandpark. Und da sind wir noch ein bisschen im Clinch auch mit der Stadt, wie wir den genau positionieren wollen, dass wir nicht noch näher an die Häuser herankommen. Da, oder? Also wir sind jetzt immer bei rund 10 Meter. Und dort, wo dann der Aufgang herankommt, ist es dann vielleicht sogar 7, 8 Meter, wo wir dann noch Abstand haben. Und das ist natürlich sehr nah an diesen Wohnungen an. Wobei man ganz klar muss sagen, dass natürlich die Hauptausrichtung von diesen Wohnungen von Anfang an schon auf die andere Seite gelegt worden ist. Also wir haben den Wohnbereich haben wir dort, wir haben so viel wie möglich Schlafbereich auf dieser Seite. Die sind dann von dem nicht tangiert. Das ist einfach da die Küche. Wenn man in der Küche ist, schaut man halt dann bis in den ersten Stock schaut man an die Wand an, wo wir auch noch nicht genau wissen, wie die dann da positioniert wird, was denn da, sie wollen ja das begrünen, dann sieht es sofort auch anders aus. Und ab dem zweiten Stock ist das natürlich dann eine absolut perfekte Lage, die man dann da hat. Das muss man sich schon bewusst sein. Also gewinnen werden ganz sicher alle, weil man hört ja jetzt, was das für ein Lärm ist. Wir sind jetzt ja nicht in der Zeit, wo Raschauer ist. Jetzt ist ja normaler Verkehr. Wenn da Raschauer ist, dann ist es, kann man fast nicht mehr reden miteinander. Und wenn die Einhausung da ist, wird das weg sein. Und von dort her werden also auch die Wohnungen im Parterre und im ersten Stock werden eine massive Aufwertung haben, da, ganz klar.